Hallo ihr Lieben und wie ihr euch natürlich schon fast denken könnt, hier kommt euer neues Wochenorakel. So, als allererstes suchst du dir eines dieser drei Objekte aus, denn hinter deinem Objekt verbirgt sich deine Botschaft für die kommende Woche. Welche Farbe oder welches Objekt spricht dich am ehesten an? Du kannst natürlich auch ein Thema oder auch mehrere Themen auswählen und dazu erzähle ich dir ein bisschen was. Die rosafarbene Merkaba steht für die Liebe, Partnerschaft, auch wenn ihr Single seid zum Beispiel oder Liebeskummer habt, also alles, was mit Liebe zu tun hat, auch wenn ihr festgebunden seid, ist das eure Partnerschaftsstruktur. Für persönliche Entwicklung und Spiritualität habe ich hier die Chakra-Pyramide gewählt und hinter der türkisfarbenen Merkaba verbirgt sich die Struktur, die Prognose, Finanzen, Business und Erfolg. Entscheide dich jetzt. Geh in dich und triff eine ernsthafte Entscheidung und los geht's. Beginnen werde ich mit der Liebe. Da schauen wir mal, was die kommende Woche das Thema sein wird. Eremit und Herrscherin. Das ist natürlich eine Kombination, die im ersten Augenblick so ein bisschen gegensätzlich erscheint und lässt aber ganz klar darauf schließen, dass du eine Woche hast, in der du sehr stark in dich gehst, wo du deine Ansichten und deine Ziele überprüfst, für dich herausfindest, wie es weitergehen soll und letztendlich aber auch sehr fruchtbaren Boden betrittst. Die Herrscherin ist immer der fruchtbare Boden. Alles, was die Herrscherin hervorbringt, ist immer eine gute Ernte und eine langfristig gute Ernte. Für alle Singles unter euch, ja, der Eremit steht natürlich auch für die Single-Struktur, für alle Singles unter euch, ihr werdet in einen fruchtbaren Boden, ihr werdet fruchtbaren Boden betreten, ihr werdet entweder die Traumfrau kennenlernen oder selber zur Traumfrau für jemanden sein, wenn ihr jemanden kennenlernt, also da scheint es wirklich in eine ganz, ganz wertvolle, intensive Zeit zu gehen. Für alle die, die über Kinderwunsch nachdenken oder vielleicht noch unsicher sind, sollen sie oder sollen sie nicht, wird in der kommenden Woche dieses Thema mit Sicherheit auch ein ganz großes Thema sein, denn auch die Schwangerschaft zum Beispiel ist ein Thema, die Herrscherin hervorbringt. Es ist also für alle Gebundenen eine Zeit der Intensivierung, der Vertiefung, eben einfach auch, weil man durch das in sich gekehrt sein, in sich hineingehen, einfach auch ganz klar die eigenen Wünsche und Ziele entdeckt. Das Ganze fällt dann auf fruchtbaren Boden und für alle Singles unter euch, also hier wartet auch eine ganz, ganz fruchtbare Zeit für euch. Für alle, die die Familienwunschplanung haben, natürlich die kommende Woche, eine sehr großartige Woche, um das Thema anzugehen. Für alle, die darüber nachdenken, wird die kommende Woche wahrscheinlich an allen Ecken und Enden Impulse geben, die das Thema aufwerfen. So, schauen wir mal auf die Schicksalskarte. Hier haben wir auch das Rad des Schicksals. Also hier scheint es wirklich um das Thema Partnerschaft zu gehen. Es geht ja um Liebe und Partnerschaft, was wirklich eine schicksalhafte Energie ist. Also hier scheinen auch außer menschliche Kräfte am Werk zu sein. Die Schicksalsenergie ist am Werk. Zufälle entpuppen sich als Schicksalsenergien, vielleicht schicksalhaft jemand kennenlernen oder aber die schon vorhandene Partnerschaft ist eine Schicksalspartnerschaft. Man geht einfach ganz klar eine Zeit miteinander, weil das so, ja, ich nenne es einfach mal vorherbestimmt ist. Und man macht schicksalhafte Erfahrungen. Schicksalhafte Erfahrungen sind natürlich immer Erfahrungen, die uns prägen, die unsere Persönlichkeit prägen, unsere Einstellung prägen und natürlich auch unseren weiteren Weg mit beeinflussen und bestimmen. Also eine ganz intensive Woche für alle, die mit dem Thema Liebe unterwegs sind. Auch hier die Seelenbotschaft von der Heike Bender spricht von dem Buch des Lebens. Das Buch des Lebens kann man in etwa mit dem Rat des Schicksals vergleichen. Also hier geht es wirklich um etwas, was scheinbar in deinem Lebensbuch schon festgeschrieben ist. Ich bin natürlich nicht ganz so ein Freund davon, der sagt, alles im Leben ist ganz klar vorherbestimmt. Dazu habe ich einfach eine Meinung, dass wir allein durch unsere Gedanken unsere Realität erschaffen. Und trotzdem gibt es natürlich doch das ein oder andere, was wirklich ganz klar in unser Leben gehört
Und hier scheinst du eben einfach jetzt in einer Woche zu sein, wo es einfach Begegnungen, ja, einfach ein Zusammenwachsen geben wird, was also ganz klar wichtig und sinnvoll ist und was irgendwie sich auch nicht so richtig vermeiden lässt, weil das in dein Leben hineingehört. Das ist eine sehr schöne Energie, die auch eine sehr friedfertige und auch eine sehr solide Energie verspricht, denn das in sich gekehrt sein, dieses wirklich auch in sich hineinhorchen, lässt natürlich darauf schließen, dass man nicht leichtfertig und Hals über Kopf einfach dem Schicksal so folgt, sondern dass man eben auch ganz klar innerlich auch dazu steht und weiß ganz genau, dass das der eigene Weg sein wird. Also für alle diejenigen, die diese Struktur gewählt haben, wirklich intensive Woche. Ich bin mal sehr gespannt, was ihr so berichten werdet. Kommen wir nun zur Chakra-Pyramide für persönliche Struktur, Spiritualität, persönliche Entwicklung, Spiritualität. So, da haben wir die Sieben der Münzen und die Liebenden. Die Sieben der Münzen, das ist eine Karte, da geht es auf jeden Fall um neue Energien. Da geht es um Erneuerung, um ja, Erweiterung, ja, vielleicht einfach auch, dass man mal so die eingefahrenen Wege verlässt und sich einfach auch mal Neuem zuwendet. Man muss das Alte nicht aufgeben, das hat man sich mühevoll und liebevoll aufgebaut, aber vielleicht, dass man einfach mal neue Impulse zulässt. Gerade bei der persönlichen und spirituellen Prognose bedeutet das natürlich, dass man offen wird, um auch innerlich neue Gedanken oder Themen zulässt, ja, und denen auch begegnet und man sich auch ganz klar mit den neuen Themen auseinandersetzt. Anfangs vielleicht noch mit so ein bisschen einem Fragezeichen. Da überlegt man, Mensch, ist das Neue wirklich zu integrieren oder bleibe ich lieber mehr so bei dem, was ich schon kenne? Aber trotzdem verlockt das Neue schon sehr intensiv. Und dann haben wir ja noch auch den Erzengel Raphael, also hier in Form der Liebenden dabei. Und da entscheidet man sich schon aus vollem Herzen und ist mit dem vollen Herzen dabei. Und da kann ich dir einfach nur empfehlen, fühl da wirklich in dein Herz, ja, was von diesen neuen Themen, von den neuen Verhaltensthemen, die da irgendwie in dir hochkommen wollen, neue Dinge, die dich inspirieren, was interessiert dein Herz, ja, also nicht nur dein Verstand, ja, alles, was dir Angst macht, kann nicht richtig sein, sondern du solltest aus vollem Herzen die Themen bejahen, entweder bejahst du aus vollem Herzen das Alte oder aber auch das Neue, ja, du musst dich auf jeden Fall von deinem Herzen leiten lassen, das ist in der kommenden Woche ganz, ganz wichtig. Alles irgendwie mit dem Herzen überdenken und einfach auch die seelischen Heilungsprozesse wirklich auf der Herzensebene lösen. Wir gucken mal auf die Schicksalskarte. Vielleicht gibt es ein bisschen Aufschluss. Naja, es scheint eine sehr faszinierende Zeit zu sein. Der Magier zeigt dir nämlich über die Schicksalskarte, dass jetzt so eine sehr inspirierende Zeit für dich stattfindet. Also du wirst wahrscheinlich völlig erstaunt sein, was für Kräfte du in dir hast. Und das wird wahrscheinlich schon das Neue sein, ja, dass du auf einmal merkst, wow, Magie, ja, Spiritualität, Faszination, all das interessiert dich. Du spürst vielleicht, dass du selber Interesse hast, besondere Fähigkeiten zu erlernen. Oder aber stellst fest, so wie der Magier letztendlich auch verspricht, du hast schon alle Werkzeuge in dir und eigentlich beherrschst du die ganzen Themen schon sehr gut oder hast die Werkzeuge in dir und musst einfach lernen, sie zu gebrauchen und anzuwenden. Also ich denke mal, dass all diejenigen, die auf dem spirituellen Weg sind, sich wirklich deutlich mehr zutrauen werden. All diejenigen, die diese Prognose gewählt haben, weil es einfach ein seelisches Vorankommen geben soll, werden dieses eben auch tun, aber eben mit neuen, faszinierenden Erkenntnissen und letztendlich auch Themen, die euch ja, irgendwie berühren, die euch begegnen, sei es über ein Buch, über einen Post, über einen Film, den ihr seht, also irgendwie über ein Gespräch mit anderen Menschen, irgendwie kommen da doch Themen in euer Leben, die euch weiterbringen, aber die irgendwie die alten eingetretenen Pfade so ein bisschen verlassen und euch motivieren, mutig aus vollem Herzen euren eigenen Weg zu gehen, einen neuen Weg zu gehen. Gucken wir auf die Schicksalsenergie. Eieiei, guck mal hier, auf zu neuen Ufern. Ach Quatsch, Schicksalsenergie, Seelenbotschaft von Heike Bender. Auf zu neuen Ufern. Das passt ja wirklich wie Faust aufs Auge, finde ich. Und das ist das, was deine Seelenbotschaft dir sagt. Also die Seelenbotschaft bringt auch wirklich immer so den Impuls der Seele hervor. Was will deine Seele im Zusammenhang mit deiner Frage oder mit der Prognose, die du gewählt hast? Und hier geht es wirklich um Erneuerung. Ja? Neue Ufer kennen wir manchmal noch gar nicht. Wir wissen gar nicht, wenn wir drauf zusteuern, was verbirgt sich in diesem neuen Land, ja, an diesen neuen Ufern. Was für Menschen begegnen uns dort? Wie sind so die Gegebenheiten und die Gepflogenheiten?
was ist dort schon angelegt und angerichtet und worauf lassen wir uns ein. Aber das ist ja eben das Spannende. Es geht bei dir scheinbar doch wirklich sehr stark um Erneuerung, um Veränderung und um neue Ufer. Schau dir einfach das neue Land, was du betrittst, an, ja, dein eigenes neues Seelenland. Du erweiterst deinen Horizont und stellst fest, dass du letztendlich sehr, sehr gut zurechtkommst in dieser neuen und anderen Zeit. Ja? Also trau dir das mal zu. Wirst du sehen, geht es dir bestimmt viel, viel besser als aktuell. So, kommen wir nun zu, wow, Beruf und Finanzen. Das kann ja gar nicht besser starten. Für alle diejenigen, die die türkisfarbene Pyramide und deren Struktur gewählt haben, wird die Woche spannend. Denn es gibt auf jeden Fall ein lukratives Angebot, welches du auf jeden Fall annehmen solltest. Und es liegt hier auch noch die Chance, die dir gegeben wird. Da entscheidest du natürlich selbst, ob du sie annimmst. Also es scheint in der kommenden Woche ganz klar um Wachstum zu gehen, um tolle Chancen zu gehen, um Möglichkeiten zu gehen, die du verwirklichen kannst, die du wirklich auch zu ordentlich Geld machen kannst. Das sind wunderbare Chancen, die dir geschenkt, die dir gereicht werden. Überprüfe sie. Also ein Angebot ist auf jeden Fall dabei, das du auf jeden Fall annehmen solltest. Es kann eine Gehaltserhöhung auch sein, kann die Möglichkeit sein, aufzusteigen. Vielleicht hast du auch eine Idee, die du schon lange umsetzen möchtest, vielleicht im selbstständigen Bereich, und hast einfach jetzt in dieser Woche die Chance, ja, gewisse Informationen zu bekommen, wie du das anstellen kannst, oder bekommst Hilfestellung einfach für deine Weiterentwicklung. Also hier, das liegt zwar alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, aber es wird gesagt, es gibt Möglichkeiten in der kommenden Woche, die solltest du ergreifen, und auf jeden Fall ganz klar Augen auf, was die äußeren Impulse anbelangt, was begegnet dir. Alle, die den Job suchen, zum Beispiel Stellenanzeigen anschauen, ja, alle diejenigen, die eine Gehaltserhöhung wollen oder die Karriereleiter hervorklettern wollen, bitte ganz klar in der Firma sagen, ja, was ihr wollt, und einfach ein Gespräch suchen. Euch bewerben auch intern für Wachstum, für einfach ein besseres Aufgabengebiet, ja, Positionswechsel. Hier kann in der kommenden Woche wirklich was gerockt werden. So, da schauen wir mal auf die Schicksalskarte. Naja, guck an, der Wagen. Der Wagen steht natürlich auch ganz klar, ne, die Läuferin hier, für die Selbstständigkeit. Also für alle diejenigen, die sich selbstständig machen, in der kommenden Woche Infos sammeln, gucken, wie es geht. Ja, was kann ich tun? Wie gehe ich das Ganze am besten an? Für alle, die schon selbstständig sind, die kommende Woche scheint sehr schön zu sein für Expansion, für, ja, Vorankommen, ja, dem Ziel immer mehr, immer näher kommen. Ihr könnt das sehen hier an der Läuferin, die läuft wirklich auf das Ziel zu und ist schon fast angekommen. Die braucht einfach nur noch hier so ein kleines Stückchen und einmal um die Ecke rum, dann ist sie schon da. Also es geht hier wirklich um ganz klare Aufbruchstimmung und tolle, rasante Chancen und Möglichkeiten. Für alle diejenigen, die mit Selbstständigkeit gar nichts am Hut haben und auch nichts am Hut haben wollen, ja, wenn ihr euch nebenbei selbstständig machen wollt, ist das natürlich auch eine Möglichkeit, jetzt endlich den Hintern hochzukriegen. Aber wenn ihr einfach sagt, nö, ich bin ganz normal auf Arbeitssuche zum Beispiel, ist auch der Wagen die ganz klare Möglichkeit, zeigt die Möglichkeit an, dass es jetzt hier wirklich in Aufbruchstimmung kommt. In Kombination mit den beiden Karten werdet ihr bestimmt etwas Tolles finden in der kommenden Woche, eine Zusage bekommen. Und dann geht es auf jeden Fall richtig voran. Wenn ihr schon in einem Job seid, dann werdet ihr feststellen, dass auch da richtig Aufwand kommt, ja, dass man Dinge an euch heranträgt, euch Sachen zutraut, die ganz klar die Möglichkeit beinhalten zu wachsen und auch finanziell vor allen Dingen zu wachsen. Also Spitzenwoche für alle, die diese Struktur gewählt haben. Gucken uns natürlich noch die Seelenbotschaft an. Aber da kann eigentlich schon nichts mehr schiefgehen, wenn man vorher solche tollen Karten hatte. Ey, guck mal, und hier steht, sei erfolgreich. Das ist ja wieder der Wahnsinn. Also ich bin immer fasziniert von diesen Orakeln, weil ich lege die auch ganz verdeckt auf. Also ich sehe vorher gar nicht, was vorhanden ist. Und es passt wie Faust aufs Auge heute. Das finde ich total genial. Also es geht ums Erfolgreichsein, in welcher Form auch immer. Sei es, dass du selbstständig bist, dich selbstständig machen möchtest, im Angestelltenbereich bist oder aber einen Job suchst oder vielleicht auch jungen Menschen, ja, wenn du vielleicht für dein Kind oder für dein Enkelkind einfach die Prognose hast anschauen wollen, wenn es da um Prüfungen geht, um schulische Leistungen, auch da geht es natürlich richtig schön voran. So, das war euer Orakel. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich bedanke mich auf jeden Fall für euer Interesse, fürs Teilen, fürs Liken, für eure Kommentare. Schreibt mir so schön rein, da freue ich mich immer ganz doll drüber, auch wenn ich nicht immer antworte. Ich lese natürlich trotzdem alles und freue mich immer richtig doll, was ihr mir da so Schönes mitteilt. Ja, ansonsten, wenn ihr mögt, ihr dürft diese Schicksalskarten dürft ihr gerne kostenfrei auf meiner Homepage ziehen als Tageskarte, oder wenn ihr mal eine Frage habt mit schöner, ausführlicher Bedeutung, auf linda-giese.de, aber das wird gleich am Ende des Videos nochmal eingeblendet. Und diese wunderschönen Seelenbotschaftskarten, die sind von der Heike Bender. Diese Karten sind ganz normal das klassische Tarot von Rider White.
Und ich wünsche euch eine schöne Zeit, eine schöne Woche. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.